herzlich ich denke, willkommen. Ich denke, ich sollte starten. Okay. Fängst du damit streiten? Du solltest draufdrücken. Drücken. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Das Video entsteht ganz spontan. Zum einen... Weil der Postbote gerade da war. Genau. Und ihr seht es noch. Hinter uns ist es noch grün. Wir haben uns nämlich so ein Greenscreen-Ding da bestellt. Und ordentliche Videolichter. Und anlässlich der Tatsache, dass gestern Valentinstag war, machen wir jetzt ein Pärchen-Frage-Spiel-Challenge, was auch immer. Genau. Und ich habe mir die Fragen vorher nicht durchgelesen, das heißt, wir werden sehen. Wir stellen uns jetzt gegenseitig Fragen, um zu wissen, wie gut wir uns kennen. Beziehungsweise ist das jeweils dieselbe Frage? Also du stellst eine Frage, du liest sie vor und dann muss ich die beantworten und du beantwortest die auch? Genau, okay. Oder sowas. Mal gucken. Oder wir machen abwechselnd. Mal sehen. Also, ich wundere mich, wenn man nach da unten gucke, da sitzt der Karl und da spielt. Ja. Okay, ich fange an. Was ist deine schönste Erinnerung? Ich denke auch, was ich über dich weiß. Muss ich? Nee. Nein, das weißt, muss man wie sich als die Frage gestellt? Interessante Fragen an den Partner. Ach so, ich denke, es geht darum, was ich über dich weiß und was du über mich weißt. Naja, es gibt auch so Fragen, die dann so oder so da... so. Darf ich die schon vorlesen? Die ist so lustig. Nein. Okay. Das war schwer, so spontan die schönste. Überhaupt, ne? Aber mir. Der Karl ist schon weg. Ja, aber als der Karl kam, das war schon. Ja. Echt schön. Und dann auch so generell halt. Oder jetzt, ich sag mal, nicht genau der Moment, wo er rausgeflutscht ist, aber wo er danach dann. Wo wir ihn dann im Arm hatten und so. Und dann. Also bei mir auf dem Arm war er halt wach und hatte halt Hunger. Logisch. Und dann hat Philipp ihn auf den Arm genommen, dann ist er eingeschlafen und dann saß Philipp mit ihm in der Ecke auf so einem Geburtenstuhl oder sowas und hat ihn einfach nur auf dem Arm und hat ihn die ganze Zeit so festgehalten. Das war auch voll schön für mich anzugucken. Mit welcher Person würdest du gerne mal ausgiebig zusammen Abendessen? Mit dir! Wir können wirklich mal zusammen zu zweit essen ausgiebig gehen? Essen gehen. Ja, ja bitte. Und irgendwo beim Mexikaner, wo es eh nichts für den Karl gibt. Oh, nee. Also, wenn ich ausgiebig essen will, dann esse ich ja was, wo ich weiß, dass es mir schmeckt. Also Asia-Buffet. Aber bei meiner Oma im Geburtstag gehen wir auch zum Griechen. Wie cool! Aber das war ja schon mal gut, als wir letztes Jahr Weihnachten. Griechisch bestellt. Genau. Haben. Was wäre ein perfekter Tag für dich? Ausschlafen, aber nicht zu ewig. Aber so, dass man noch viel vom Tag hat, oder? Nee, eben, deswegen kann es ja auch meinetwegen früh um 7 sein, ja. Wenn ich dann ausgeschlafen bin, weil ich vielleicht abends schon um 7 ins Bett gegangen bin. Ja, dann schön was Feines frühstücken. Weiß ich nicht, wenn dann irgendwas Cooles unternehmen, oder würde ich gar nicht Spezielles irgendwie festlegen. Irgendwas schöne, draußen. Aufregende Natur. Ja, draußen. Ja, sowas in der Richtung. Ja, am besten aber früh. Bisschen in Richtung Wandern. Im eigenen Camper aufwachen. Ja. Und dann Tür aufziehen und es ist nicht mehr so kalt und dann hältst du deine Kaffeetasse so aus der Tür. So, oh, der Karl liegt im Karton von dem ganzen Nest geworden. Da hat er vorhin auch schon. Ja. Wann hättest du mir am liebsten den Hals umgedreht? Boah. Also auf jeden Fall, als ich meine Weisheitszähne rausbekommen habe und Hannah. Immer wenn es um mich ging und ob ich was machen kann oder nicht machen kann, dachte ich, ja, Philipp hat 4 Zähne gezogen bekommen, als hätte ich den ganzen Mund voller fauler Zähne und 4 davon müssen halt raus. Aber weißt du, Zähne raus ist sowas voll standardmäßig. Aber das klingt halt viel dramatisch und dann konnte ich nicht angehen. Nee, das klingt so wie, ich konnte nicht Zähne putzen. Kamerawechsel, weil wir haben unsere Kamera getötet. Irgendwie? Ich war's. Also Philipp hat seine Kamera getötet. Meine alte Kamera. Ja. So, in welchem Zustand möchtest du mich nie sehen? Also, es könnte sein, zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen. Oder es könnte sein, ich möchte dich niemals sehen, wenn du... Weißt du, was ich meine? Was? Ein Beispiel jetzt von meiner Seite bei dir. Was ich ungern sehe, ist, wenn du kotzt. Weil ich es eklig finde. Ich würde dich nie in besoffen erleben wollen. Ich glaube, das wäre so mit das Schlimmste. Ja, aber wir müssen dazu sagen, wir trinken keinen Alkohol. Deswegen können wir uns auch so nicht erleben. Wärst du gern berühmt? Nee. Nee. Auch nicht als Fotograf? Also, so ein bisschen, also... Bekannt. Naja, was weiß ich. Entweder man
kennt dann einfach den Namen oder so, wenn man den irgendwo liest, ich sag mal unter einem Bild oder so, dass man einfach sagt, guck mal, den Namen habe ich schon mal gehört. Also nicht nur wie, er heißt Max Meyer, den habe ich auch schon mal gehört. Nee, aber wie heißt der Max Mustermann? Auch das, nee, sondern dass man wirklich auch sagt, man hat den gehört und zwar aus dem Grund und man sieht den öfter, man liest den öfter, aber man weiß vielleicht nicht, wie die Person aussieht, weil er sich geheim hält, sondern weil er auch die nicht, Bilder doch nicht kennt so bekannt ist. Ja, genau. Unser Telefon klingelt deine einmal Eltern im Monat. An. Das ist bestimmt Leo, die Skype möchte. Warte, ich frage mal. Da ist noch ein Stück Waffe. Wie gesagt, insofern, dass man mich nicht unbedingt auf der Straße erkennen würde. Ja, damit du deine Ruhe hast, ne? Und eben. Noch normal einkaufen kannst. Das ist nämlich das Problem. Oder so. Also ich wäre, also weshalb ich zuerst Nein gesagt habe, weil ich will nicht überall angequatscht werden. Ich will nicht, dass ich überall angequatscht werde. Ja, deswegen. Ja, also so ein bisschen berühmt oder bekannt ist, glaube ich, an sich, es klingt doof, aber ist schon nicht schlecht. Gerade auch, weil damit ja auch mehrere positive Nebeneffekte kommen. Zum Beispiel, was jetzt irgendwie Geld verdienen oder so angeht, dass es dann in manchen Bereichen einfach einfacher ist. Aber ich möchte schon gerne trotzdem noch entspannt leben können. Aber ich sag mal, eine kleine Berühmtheit oder sowas, oder Bekanntheit. Na, Polen war auch eine kleine Berühmtheit. Also wäre schon cool, aber ja, keine Ahnung, das klingt voll behindert. Nächste Frage. Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? Wenn ja, was? Nö. Ich möchte gerne Russisch lernen. Oh, wenn das Video online kommt, weiß ich nicht. Ich will in 6 Wochen Russisch lernen. Mal gucken. Ist halt die Frage, ob. Also wie gut? Nee, die Frage ist, was ich mir nach den 6 Wochen, also wenn dann ich das ein Stückchen nicht mache, ob ich mir dann noch was merke. Aber ich werde mir eh die Zunge brechen, also von daher. Was war das beste Konzert, das du je besucht hast? Das ist auf jeden Fall die beiden Eisbrecher. Welches davon kann ich dann nicht sagen? Ich glaube, so war das erste. Das erste war in Leipzig. Das zweite in Dresden, Schlachthof. Ja. Nee, Haus Auensee, Eisbrecher 2000 und... Keine Ahnung. Aber ich fand das in Dresden auch echt cool, weil da standen wir viel weiter vorne und mitten da so in der Menge und so. Und die Kulisse, dieser alte Schlachthof, ist halt echt schön. Ja, schon. Das in Leipzig, das war halt dann unser erstes Konzert war überhaupt. Wir sind dann halt mitten in der Nacht da vom Haus Auensee irgendwie gefühlt zu Fuß. Ja, 40 Kilometer. Nee, in so einem vollgestopften Bus sind wir da gefahren. Und dann mussten wir gefühlt 40 Minuten warten, dann sind wir in die Straßenbahn, dann haben wir noch mal die ganze Nacht am Hauptbahnhof verbracht, ich bin gegen die Tür gelaufen. Und ja, wie man es aus dem Film kennt, einfach gelaufen, in eine andere Richtung geguckt und einfach gegen die Tür gelaufen. Sehr laut. Das war lustig. Aber ich fand auch die Matapalos Festival sehr cool am meisten, aber das erste 2017. Du wirst schon recht haben. Ja. 2017 am Hockenheimring. Ja, das war halt voll cool. So eine Rennstrecke und so. Dann waren wir da gerade 18 geworden, haben dann in unserem Renault übernachtet, so wild campen. Weißt du, das war richtig cool. Haben wir mit dem Gaskocher gekocht. Bevor wir halt bei dem Konzert direkt, also in dem Infield waren, bist du eine komplette Runde um die Strecke gelaufen. Ja. Das ist ganz cool eigentlich. Hast Reifengummi, Krümel gesammelt. Ja, den habe ich neulich in meiner Bauchtasche wiedergefunden, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Eigentlich, wenn du dir eine Fähigkeit oder Eigenschaft wünschen könntest, welche wäre es? Wenn du noch überlegen musst, kann ich meinst du. Naja, wäre meine Frage, ob das sowas wäre wie, ich sag mal, ich würde gerne fliegen können, also so Superhelden-Eigenschaften oder so. Ja, weiß ich Sachen, nicht. Die gar nicht gehen oder einfach so Sachen, also ich habe was das hat jemand anders. Ja. Scheiße, ich hatte nämlich gerade was, aber ich hab's vergessen. Und zwar, also, ich kann nicht so gut stilvoll einrichten. Entschuldigung. Also, die Sache ist halt, ich weiß, wenn mir was gefällt, wenn irgendwas stilvoll eingerichtet ist, aber mir kommen immer nicht die coolen Ideen dazu. Orientierung wäre schon manchmal gar nicht schlecht. Also zumindest so ein bisschen besser. Auf welche Frage über deine Zukunft hättest du gern eine Antwort? Ich würde gern wissen, ob ich es geschafft oder ob ich es schaffe, ab jetzt für immer alles genau so zu tun,
Leise niesen. Dass ich dann in Zukunft, also zum Beispiel an einem bestimmten Zeitpunkt in 20 Jahren oder so, oder in 40 Jahren, dann sagen kann, ich war immer glücklich. Oder weißt du wie? Ob ich so schlau bin, alle Dinge so zu tun, dass ich rückblickend sagen kann, ich habe alles immer gemacht, dass ich glücklich war, weil dann geht es einem ja auch gut. Ja, aber du müsst ja auch nicht alles so gleich beim ersten Versuch so richtig machen. Oder nee, aber man muss ja bei den großen Entscheidungen in seinem Leben, sollte man ja sich schon überlegen, weißt du, weil wenn aber ich wenn du feststellst, du bist gerade nicht glücklich, dann kannst du ja das, ich sag mal, was gegen tun und dann... Ja, natürlich, das ist dann ja auch... Ich nicht sagen, ich war nicht glücklich im oder so. Ist im meisten Fall sehr, sehr einfach, aber wenn man jetzt so eine, ich sag mal, große Entscheidung wie den Beruf oder sowas wählt und dann was anfängt und was macht, wo man dann aber rückblickend sagt, damit war ich aber nicht glücklich oder damit bin ich nicht so glücklich, wie wenn ich das und das gemacht hätte. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Dass man bei den großen und wichtigen Entscheidungen dann die richtige Entscheidung trifft, dass man im Rückblick dann sagen kann, ich war Gesundheit. Was isst du? Nix. Hast du eine Speicherkarte gegessen? Was hast du? Nein, Keks. Ja, von der drüben vom mitgebracht. Ja, sowas halt. Also da, ich würde gerne wissen, ob ich in 20 oder 40 Jahren sage, ich habe bisher alles richtig gemacht. Also, die Frage ist in der Ich-Form, deswegen musst du die für mich beantworten und ich beantworte sie für dich. Würde ich meinen Kopf eher in den Restmüll oder in den Biomüll stecken? Jetzt in Anbetracht dessen, dass wir gar keinen Biomüll haben. Den benutzen wir bloß nicht. Wir und eine Tonne. Ach, es geht um die Tonne unten. Oder doch, was unsere ekligen Nachbarn da reinschmeißen. Dann logisch Biomüll, weil da keiner was reinwirft. Ja, also wenn es um unseren Müll geht... Trotzdem Biomüll. Weil im Restmüll landet das... Unabhängig davon, aber da landet das Staubsaugerzeug. Weißt du, wie du daran ersticken wirst? Ja, aber Windeln... Wenn du heute Abend... Also in 2 Stunden sterben würdest, welche Sache müsstest du vorher noch wem sagen? Also allen Leuten, die man mag, sagt man, dass man sie mag. Würde ich auch nicht irgendwie zu jedem, mit dem ich was zu tun habe, bei einem Verwandten. Nein, nur die, wo du ja, wo dir es wichtig ist. Da werden aber auch einige Verwandten rausfliegen, leider. Also nicht, weil ich die nicht mag, sondern weil... wenn man mit Verwandten auch eh nicht so... Also Verwandte sind ja... Es gibt so einen Spruch, Freunde sind ausgesuchte Familie und andersrum, Verwandte sind unausgesuchte Freunde oder unliebsame Freunde oder sowas. Was trinke ich am liebsten? Du? Oh, Kaffee trinkst du halt häufig. Ja. Aber deswegen wäre eben die Sache, wenn bei Lieblingsgetränk ist ja eigentlich sowas, wo du sagst, das könnte ich, also wenn ich jetzt nur noch ein was trinken dürfte, dann wäre es das. Okay, dann wäre es bei mir wahrscheinlich Wasser. Bananensaft und Kakao. Also Kakao ist auf jeden Fall hinter Kaffee. Der Eistee ist auch hinter Kaffee. Also echt? Ja. Hast du so ein Kaffeesüchtiger? Aber das wäre halt eben die Sache, wenn ich jetzt darum geht, ob ich diese eine Sache nur noch trinke. Nein, dann wäre es auf jeden Fall nicht Kaffee. Ich hab was. Mangosaft mag ich voll gerne. Boah, hast du das jemals, seit wir zusammen sind, gekauft? So einmal bestimmt. Vielleicht. Stimmt, ja, aber... Ja, um Dingsbums draus zu machen, ja. Lassi. Wie kommst du jetzt darauf? Wieso bist du so schlau? Ja, weil ich weiß, dass wir da dazu mal gekauft haben, weil wir Mangolassi gemacht haben. Und das hast du auch getrunken und hast gesagt, das ist okay. Das ist lecker. Ja. Du magst Schokomilch. Kalten Kakao. Also. Naja, aber nur gekauften, weil wenn normal... Oh, ich krieg echt zu viel. Wenn du normal Kakaopulver in kalte Milch einrührst, löst sich das nicht so schön. Nee, aber wenn du einen warmen Kakao abkühlen lässt. Auch dann nicht, weil dann trennt sich das Gefühl wieder. Oder trotzdem, normalen Kakao kriegst du auch nicht so schön aufgelöst. Okay, aber man könnte mal Kakao mit so einem Mixer oder Schneebesen einrühren. Eine Idee. Welche Rolle spielt finanzielle Sicherheit für dich? Nicht wirklich eine. Also im Endeffekt... Solange der Kalt schon, versorgt ist, ne? Also, ja, eben, das kriegen wir auch irgendwie hin. Also selbst wenn es mal kein Geld geben sollte oder so, dann auch versorgt. Ja, dann hängst du eben Fisch oder so. Eben. Nee, aber das sieht man eigentlich schon daran, dass quasi du durchs Studium kein Geld eigentlich kriegst und ich durch eine Ausbildung nur wenig Geld. Das ist uns ja nicht so viel, so ein großes Problem. Sonst würden wir ja wohl
beide noch 2, 5 Nebenjobs machen oder irgendwas ja, machen. Ja, eben. Und ich, uns ist einfach die Zeit wichtiger, ja, die wir haben, statt dann das Geld. Also klar könnten wir jetzt Nebenjobs uns noch, oder vor allem ich habe halt aktuell zumindest mehr Zeit, aber dann haben wir lieber mehr Zeit halt mit dem Karl und so. Also klar, wir sind finanziell abgesichert, aber ich sag immer, ich habe keine Beziehung zum Geld. Also ich bin da null emotional. Das ist halt für mich so ein Thema, keine Ahnung. Also zum einen heißt es immer, über Geld spricht man nicht. Ich finde schon. Also ich finde, ich habe kein Problem, über Geld zu sprechen. Weiß ich nicht. Weil das halt für mich nicht so ein heikles Thema oder so ein emotionales Thema ist. Und ich sag mal so von finanzieller Sicherheit, das ist ja dann immer so, gibt ja Leute, die dann, wenn sie anfangen, was zu verdienen und sich was beiseite legen, nicht um sich irgendwie dann ein cooles Auto zu kaufen, sondern um dann irgendwie so fürs Alter oder so vorzusorgen. Klar ist es vielleicht leichtsinnig, wenn wir jetzt sagen, hier, wir machen uns ja jetzt keinen Stress oder so, aber wir wissen eigentlich, dass wir immer, ja, also solange es dem Car gut geht, und das werden wir immer auf jede Art und Weise hinkriegen, und ja, keine Ahnung. Also wir sind da sehr, sehr locker. Bis zu welchem Alter hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Oh, keine Ahnung. Also kann ich dir aber nichts Genaues sagen, aber ich glaube sogar verhältnismäßig lang. Also bei mir kamen meine Eltern und haben was unter den Baum gelegt und das wusste ich. Ja, bei mir und kam... Und ich habe ja auch was unter den Baum gelegt für meine Eltern. Das habe ich auch gemacht. Und? Wieso hast du es nicht dem Weihnachtsmann gegeben? Ja, das weiß ich nicht. Wann hast du zuletzt einen Tag lang überhaupt nichts gemacht? Ja, mir fällt was spontan bei dir ein, als du krank warst, aber da kannst du ja nichts dafür. Demnächst. Wieder für den anderen antworten, worüber bin ich manchmal traurig? Dass ich manchmal mir so irgendwelche wichtigen Sachen nicht merke oder nicht richtig zuhöre oder so. Echt? Da bin ich traurig? Weiß ich nicht. Nee, das nervt mich. Ein bisschen enttäuscht. Eher. Nee. Ja, oder so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt andersrum genauso ist, aber... Philipp ist manchmal traurig, wenn wir uns streiten und ich fange dann einfach an zu lachen. Ja. Und Philipp fühlt sich dann zum Hals umdrehen. Ja. Moment, Philipp fühlt sich dann nicht respektiert. Die Sache ist halt bloß. Wird er ja auch nicht. Jein, ich muss halt einfach lachen, weil das ist dann meine Art und Weise. Weil ich denke mir so, also weiß ich nicht, es ist halt lustig. Also eigentlich. Nein, lass mich nicht die ganze Zeit lustig, aus. Es ist, Lock hat eigentlich einen Streit für gewöhnlich total ja, auf, wenn dann plötzlich einer lacht, aber Philipp kriegt dann die Todeskrise und das macht es noch mehr lustig. Und dann ja, dann und eigentlich würde ich ihn anschreien, weil ich muss lachen. Bist du von deinem Mobiltelefon abhängig? Nee, sonst hätte ich es ja jetzt in der Hand und nicht du. Das liegt daran, dass meins gerade filmt. Also, wie du gerade so ein Schild kommst. Ja, also was jetzt irgendwo hin ankommen angeht, ja. Navigation, definitiv. Ja. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Wir waren im Urlaub, also jetzt gerade im letzten Urlaub, an mindestens 2 Schlafplätzen, wo es 0 Empfang gab. Und dann macht so ein Handy auch nicht so viel Sinn, außer für ein Foto machen. Aber abends macht Handyfotos auch keinen Sinn, weil die halt hässlich werden. Von daher haben wir dann da auch abends unser Handy gar nicht benutzen können und sind auch nicht gestorben. Also das weiß ich nicht, braucht man halt nicht. Das war... Also da hat man ziemlich gut gemerkt, dass wir dann auch nicht traurig drüber waren, dass wir keinen Empfang hatten. Wir haben uns eher gesagt gefreut, dass uns niemand schreiben kann, von dem wir es nicht wissen, also von dem wir keine Nachrichten bekommen wollen oder sowas. Oder dass wir uns dann gezwungen fühlen zu antworten oder weiß ich nicht. Aber ja. Was würdest du tun, wenn du nicht arbeiten müsstest? Das ist die typische Frage für Pro und Contra, bedingungsloses Grundeinkommen. Heißt das so? Was? Ja, dann müsstest du ja nicht arbeiten und kriegst ja trotzdem Geld. Ach so. Nee, ich hatte meinte, dieses du musst arbeiten, dass, weil das vorgegeben ist. Ach so. Nein, ich würde einfach sagen, ich muss da nicht arbeiten. Wenn ich will, mache ich es nicht. Okay, Philipp, wenn es super merkt, nein, aber... Erzähl mal, was würdest du tun? Also, ja klar, man muss ja nicht arbeiten. Ja, ich auch. Ja. Dann, herzlichen Glückwunsch, das ist die falsche Hand. Ja, bei der anderen habe ich das Handy. Also, dann fehlt mir bei der anderen Fingernagel. Bist du abhängig vom Handy? Das ist nicht so schön, warte. Von meinem? Das ist cool. Was gehört in einen guten Picknickkorb? Ja, aber wenn du so richtig klischeehaft so einen Korb packst, oh mein Gott, dann lädst du denn deinen Lader, fährst du raus an See in Brandenburg und dann machst du dein Picknick. Was packst du ein? Ich freue mich. Klischee-mäßig irgendwas so halt für uns alkoholfreie Sekt oder Wein oder irgend sowas. Mamas Maulwurfkuchen. Kannst du den auch selbst backen? Ja. Na, dann kannst du auch deinen Maulwurf kochen. Ja,
Aber für dich ist der Maulwurf Kuchen was anderes. Nee. Maulwurf Torte. Ja, eben. Ist was anderes. Und das schmeckt nicht. Also das geht, aber das ist okay. Ich würde auch gerne noch was Herzhaftes einpacken. Ja, eine Packung Salami. Nee, aber so kleine, schon geschmierte Baguette-Scheiben. Nee. Ganz dünn geschnittene Baguette-Scheiben. Nee. Einen Nudelsalat ohne Apfel. Nee, und ohne wenn mit. Ei. Ja, ohne Ei gehe ich mit. Und ohne Schinken. Nein. Dann noch Obst, Spieße. Thermoskanne, Kakao. Kaffee. Kaffee? Echt? Oder warmen Tee. Machst du eher so Mittag, im Sommer. Mittag? Dann brauchen wir auch keinen Kakao. Doch. Vor allem nicht in der Thermokanne. Aber um irgendwas. Ja, dann in der Thermokanne mit kalt. Orangensaft. Mit Eiswürfeln. In der Thermokanne. Meinetwegen. Gut. Mir geht's nur um die Kanne. Okay, gut. Ich finde die Frage voll cool. Worauf achtest du als erstes bei einer fremden Person? Auf die Augen. Beim fremden Mann. Du und ich bei einer fremden Frau. Fertig. So. Boah, das ist so schwer. Ich glaube auf die Haare. Oder die ganze Statur oder sowas. Weiß ich nicht. Wann hast du zuletzt an dir selbst gezweifelt? Boah, das ist voll schwer. Ich hätte jetzt eher sowas wie... Ich war mir bei irgendwas relativ sicher im Sinne von, ich habe das da und da hingelegt, ich habe das extra da und da hingeräumt. Du räumst in der Zeit weg, weil du denkst, das ist Müll. Aha, oder so. Und ich suche mich blöde. Und denkst, was hast du denn? Ja. Und sowas. Also an das hätte ich jetzt gesagt. Wann bist du zuletzt in einem Vergnügungspark gewesen? Hm. Also ich war, wenn das als Vergnügungspark zählt, war ich mit Karl und meinen Schwestern in einer, nicht in einer Spielehalle, stimmt, wie ich immer sage, sondern in einem Indoor-Spielplatz. Ich erzähle bloß immer, ich war in der Spielehalle. Letztes Wochenende. Wann war das? Ach nee, am Montag. Das war in der Woche. Und bei mir war es eigentlich in... Ach, du meinst ja, den ich mit dem T3? Den mit dem T3? Den meinte ich, wo ich war. Ja. Und der bei dem anderen mit der Burg warst nur du drin. Der andere der mit dem Gockel, der da dieser Riesenvieh. Das war abgerissen. Der war ja abgerissen. Und okay. Der mit dem Trecker, da warst der nur du. Da war ich mit dem Kater draußen. Kannst du ehrlich zweite Chancen geben? Bitte was? Dann mal Na, ehrlich gemeinte zweite Chancen vergeben. Ja. Klar, also aber es kommt auf Problem. Die Person drauf an, finde ich. Oder auf die Schwere des Verbrechens. Aber im Durchschnitt. Da läuft was über unseren Tisch. Wo denn? Das Schwarze zwischen den Dingen. Das bewegt sich nicht. Das ist so ein Ding vom Sushi. Das ist. Das hat sich bewegt. Ich hab's gesehen. Das ist ein. Jetzt ist es runter, weil ich muss gerade essen. Schwarzes Sesamkorn vom Sushi. Wie stark achtest du auf deine Gesundheit? Quasi gar nicht. Also, nicht auf Gesundheit achten heißt ja jetzt nicht, ich lebe bewusst ungesund, sondern einfach ich du lebst, ohne drüber nachzudenken, ja. Relativ gesund, was vielleicht Essen betrifft. Auch, ja. Also, ich mache einfach das, worauf ich gerade Lust habe. Und das ist halt vielleicht einfach zufällig oder instinktiv verhaltensmäßig gesund. Also, ja, du weißt auf jeden Fall, was gesund ist und was nicht. Ja, das hat ja mit mir nichts zu tun. Gibt es ein Lied, bei dem du sofort lostanzen willst? Nee. Das steppt lieb. Gibt es ein Lied, bei dem du sofort lossteppen willst? Wo steppst du hin? Das hat sich gerade gerammelt. Das sah wirklich aus, wie wenn er steppt. Mir fällt kein konkretes Lied ein. Aber alle Lieder, die ich aktuell höre, sind eher russisch und deswegen kann ich euch den Titel auch nicht sagen. Weder schreiben, noch lesen, noch übersetzen, noch einblenden. Aber es gibt viele Lieder, die ich mag. Welcher deiner Freunde kennt dich am besten? Richard. Besser? Kennt er dich besser, als ich dich kenne? Ach so. Nein, ich habe jetzt dich gar nicht mit weil was wirklich nur Freunde sind. Also du bist ja nicht nur ein Freund oder eine Freundin. Sondern so. Ich bin deine Putzfrau auch noch. Auch, ja. Und Koch? Also nein, wir kochen ausgeglichen. Okay. Immer wenn ich dich zwinge, Gemüse zu schneiden. Ich schneide voll gern Gemüse. Eben. Liegt aber an dem Messer. Philipp ist sehr praktisch. Du bist ja. ein praktisches Hilfsmittel im Haus. Meine Schwester Leonore mich am besten kennt. Und man kann auch mit seiner Schwester befreundet sein, ja, weil wir halt... Ja, das zählt ja, okay. Auch. Wenn es schon nicht du bist, dann halt der Karl. Nein, keine Ahnung. Aber weil wir uns halt über alles unterhalten, weil wir ein ziemlich krasses
Verhältnis haben. Also wir verstehen uns super und wir, ja. Aber wenn du ihr sie mit reinnimmst, dann kann auch ich das sein. Also auch wenn ich es vielleicht nicht bin, aber dann könnte ich auch damit reingenommen werden. Nochmal was? Wenn du dir eine meiner Eigenschaften von, wenn du dir eine meiner Eigenschaften von mir klauen dürftest, doppelt gemoppelt, welche wäre es? Orientierung. Hm. Wobei ich ja bis jetzt auch ganz gut überlebt habe und irgendwo irgendwie überall rein kann. Aber immer wenn ich dabei bin, überlebst du am besten. Ja, aber ich finde auch sonst schon überall. Ja, na klar. Oder einfach dieses Termine merken. Also, was ich halt gar nicht kann. Ja. Ja, und Sachen organisieren und planen vorher. Aber willst du das auch wirklich? Weil das ist, also nee. Wäre für dich wahrscheinlich also eher so eine Belastung, dass du so einen können, Zwang hast, immer alles zu organisieren. Nee, wenn ich einen Zwang habe, dann macht es ja wohl, dann ist es ja nichts Schlimmes. Aber wenn ich das kann, dann will es ja wahrscheinlich auch jeder von mir, dass ich das mache. Ja. Das wäre für mich schlimm. Weil wenn ich es kann, aber nicht mag. Hm. Nee, aber entweder können und mögen, so wie du. Wobei eine Orientierung zu haben, ist glaube ich nichts Negatives, ob man das mag oder nicht mag. Ja. Das kann man nicht mögen, weil. Nee, das finde ich. Aber. Ja. Okay, Termine merken das dann auch nicht. Dann bleibe ich bei der Orientierung. Okay, also ich wäre manchmal gern so perfektionistisch wie du oder hätte echt? So viel Geduld, Dinge zu Ende zu bringen in schön, weil ich muss die dann halt fertig machen und dann ist es halt nicht so wichtig, wie es dann aussieht. Hauptsache, es ist dann halt schnell fertig und ich kann schnell was anderes machen. Also bei manchen Sachen bin ich auch perfektionistisch, aber dann halt so, dass ich dann zwischendrin rumbrülle oder so. Oder weiß ich nicht. Ehe es halt dann klappt. Weißt du normalerweise, wann es Zeit ist zu gehen? Von was? Das ist jetzt die große Frage. Hey, na, wenn man irgendwo eingeladen ist, egal ob jetzt verwandt oder nicht verwandt. Oder wir könnten das einschätzen. Ja. Okay, letzte Frage. Oh. Wie alt möchtest du gerne werden? Ich finde die Frage so schön. Auf die Frage wäre ich nie von selbst gekommen. Ist, glaube ich, mir eigentlich relativ egal, mhm. wenn ich zumindest so spontan sterbe. Also wenn du also ohne langen Leidensweg stirbst. Ja, ohne Leiden, ohne dass ich es, dass man es auch schon vorher ein Stück merkt oder so, ohne nicht wirklich leiden, aber einfach so, irgendwie ist nicht mehr so. Oha. Weiß ich doch nicht, kann das sein? Ja, man sagt ja manchmal, dass es so bei Menschen so ist, die das dann fühlen. Aber das fände ich verrückt. Das würde ich nicht, weil dann denke ich ja drüber nach, ob ich alles richtig gemacht habe. Aber wenn ich einfach so... Am besten wäre es eigentlich noch, während du noch bei... Ich sag mal... Nicht so alt bist, dass es so weit sein könnte, sondern schon vorher und dann... Nein! Doch, eigentlich schon. Eigentlich wäre das Beste. Also ich würde gerne... Und dann musst du über nichts nachdenken, ob du was richtig gemacht hast. Wenn ja, eh das stimmt. Also so... dabei gewesen wäre, es was zu machen. Ja, also solange es mir gesundheitlich gut geht und ich noch alles machen kann, was ich möchte, möchte ich gerne so alt werden, wie möglich, sag ich mal. Also das bedeutet also, dass ich einfach, solange ich glücklich bin und gesund bin und es mir gut geht, möchte ich noch leben. Und wenn, angenommen, mein Körper irgendwann halt zu alt ist, dann möchte ich nicht mehr leben. Also wenn jetzt mein Körper so gebaut ist, dass er 100 Jahre funktioniert oder nicht mehr, dann möchte ich 100 werden. Dann kann ich nämlich ganz lange noch ganz viel schöne Sachen machen. Und wenn aber mein Körper also nur der reine Körper nicht mehr funktionieren kann, weil er zu alt ist, dann ist das okay, wenn ich dann sterbe. Aber ich möchte halt so viel wie möglich vom Leben haben, weil Leben macht Spaß. Schlusswort. Auf jeden Fall... Aua. Hoffen wir, es hat euch gefallen. Und schaut gerne auch bei unseren letzten Videos vorbei und abonniert, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, kommentiert, was ihr zu manchen Fragen gesagt hättet oder welche Fragen euch besonders interessant oder für euch interessant sind oder wo ihr zu manchen Punkten, die wir genannt haben, vielleicht noch Rückfragen habt oder so. Wir sind da sehr, also wir lesen unsere Kommentare und so. Tschüss. Ja, und dann bis zum nächsten Video.